drei Verletzte und einen Sachschaden von rund 28.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der B313 zwischen Metzingen und Nürtingen. Eine 57 Jahre alte Lenkerin eines BMWs aus Altdorf war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße von Großbettlingen kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Etwa 400 Meter nach der Abfahrt Großbettlingen kam die 57-Jährige nach einer kurzen Ablenkung nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort zunächst mit dem entgegenkommenden BMW einer 54-jährigen Nürtingerin und in der weiteren Folge noch mit einem Mercedes Vito eines 37-jährigen Kirchheimers zusammen. Beim Aufprall wurden die Unfallfahrzeuge so stark beschädigt, sodass hinzukommende Verkehrsteilnehmer den Insassen beim Verlassen der Fahrzeuge helfen mussten. Bei der Kollision zogen sich alle Beteiligten Verletzungen zu. Die B313 war bis kurz vor 9.30 Uhr voll gesperrt.